Jedes Jahr vergibt die Deutsche Bischofskonferenz den katholischen Kinder- und Jugendbuchpreis. Ausgezeichnet werden von einer Jury deutschsprachige Sach- und Erzählbücher mit christlich orientiertem Stoff. Die Bücher sollen das Zusammenleben von Gemeinschaften, Religionen und Kulturen fördern. Ich denke mal, dass man da einfach viel mitvermitteln kann, auch mit der Literatur. Und dass man gerade dort, wo Kinder und Jugendliche auch in ihr eigenes Leben erstmal hineinwachsen, in ihr eigenes Denken, in ihre eigene Sprache, in ihre eigenen Überzeugungen, mit Literatur die Möglichkeit hat, ihnen auch Wegweiser zu geben oder Denkanstöße oder auch mal Möglichkeiten der Positionierung vermittelt. Und deswegen halte ich das auch für wichtig, genau aus diesem christlichen Kontext heraus auf Bücher zu schauen. Aus knapp 300 Buchtiteln, die jährlich von verschiedenen Verlagen eingereicht werden, empfiehlt die Jury 15 Werke als besonders lesenswert. Diese Empfehlungsliste kann man sich postalisch zuschicken lassen oder steht als PDF im Internet zum Download bereit. Eines der Bücher küren die 10 Jurymitglieder zum Gewinnerbuch, das mit der Lesenden ausgezeichnet wird. 2011 bekommen Morris Gleitzman und sein Übersetzer Uwe Michael Gutschan für den Roman Einmal die Bronzestatuette verliehen. Einmal erzählt die Geschichte des 9-jährigen Felix, der in einem polnischen Kinderheim lebt, denn seine jüdischen Eltern konnten ihn nicht mehr beschützen. Eines Tages flieht er, um sie zu suchen, und erlebt die Gräuel des Holocausts. Dabei gelingt es dem Autor, Ernsthaftigkeit mit Humor zu verbinden. Die einzelnen Abschnitte beginnen nicht nur mit der Einleitung Einmal. Jedes Kapitel beginnt in einer Vergangenheitsform, ist dann aber im Präsens erzählt. Das heißt, Gleitzman gelingt es hier ganz unmittelbar zu erzählen. Man ist in Sekundenschnelle mittendrin in dem, was passiert. Einmal lief ich so schnell ich konnte in Richtung Großstadt, um Mama und Papa zu suchen. Und nichts konnte mich aufhalten, bis zu dem Feuer. Das ist ein Buch, das unglaublich tröstlich ist, weil alles, was um dieses Kind passiert, unendlich traurig ist. Und dieses Kind aber die Fähigkeit hat, mit so einer besonderen Naivität und Aufmerksamkeit in dieses Geschehen hineinzugehen. Sonst ist immer von vornherein alles klar, gut, das sind die Nazis, die verfolgen halt die Juden und so. Und da erschließt sich das halt nach und nach, also durch die Augen halt des Kindes, und man kann das richtig mitverfolgen. Also ich denke schon, dass das altersgerecht ist. Das Preisbuch 2011 mit dem Titel Einmal von Morris Gleitzman spielt zur Zeit des Holocausts und wurde von der Jury für Kinder ab 11 Jahren empfohlen. Einmal bin ich aus einem unterirdischen Versteck geflohen, in dem ich eine Geschichte erzählt habe. Sie war ein bisschen übertrieben. Das lag an meiner Fantasie, die sich ein bisschen hat mitreißen lassen.